Hi Leute, willkommen zurück zu Lords of the Fallen. Ich werde doch nochmal ein Part auf YouTube aufnehmen. Ich erkläre es nochmal, weil einige haben es wieder nicht verstanden mit dem Livestream. Wenn ich das auf YouTube live spiele, bleibt das auch auf YouTube. Das heißt, das wird nicht einfach so verschwinden, das Video. Ich habe ja auch die ganzen Spooktober-Livestreams jetzt noch in der Playlist, beziehungsweise hier werde ich das, wenn es live gestreamt wird, in die Playlist packen von Lords of the Fallen. Es geht nichts verloren. Also wenn ihr arbeiten müsst, könnt ihr es euch im Nachhinein noch gerne ansehen. Kein Problem, das bleibt alles, wie es ist. So, und jetzt erstmal, ich habe mit einer anderen Aufnahmemethode, mit Shadowplay, aufgenommen. Irgendwie bricht das jetzt jedes Mal wieder ab. Sehr gut. Warum auch immer. Und, ja, jetzt muss ich mich erstmal wieder dahin durchkämpfen. Ich war schon ein bisschen weiter. Aber wie gesagt, die Aufnahme ist abgebrochen. Es hat nichts aufgenommen. Das ist sehr gut. Au. Na komm. Ich wollte wegtreten. Ist egal. Ja, also nochmal. Wenn ich streame, dann ist halt höchstens mal ein bisschen Commentary dabei, wo ich mit dem Live-Chat rede. Aber das war's dann auch. Also keine Sorge. Na, komm, Kleiner. Komm. Fein. Au. Alter, was ist dein Problem? So, wir sterben. Geht's mal direkt weiter. Ich hoffe übrigens, das geht einigermaßen mit OBS ohne Ruckler und so weiter. Ach, da ist er wieder. Natürlich kommt er mir hinterher gewackelt, ne? Okay, der hat keinen Bock, hoffe ich. Und das hier. Das ist on. Ja, das ist wieder so ein Online-Ding, das. Ach, warte mal, das habe ich ja letztes Mal aktiviert und bin dann gestorben. Ah. Upsi. Alter, ich hab dich gekickt, ja. So. Ja, wie gesagt, ich find's immer noch ein bisschen ungewöhnlich. Mit dem Gegner rumzirkeln. Das ist wohl übrigens die Haltung, wenn die Gegner. Ach ja, und hier lernt man den Backstab. Ich sag ja, so 5 Minuten fehlen, also keine Sorge. Das ist nicht viel verloren gegangen. Oh. Wow. Wer da drüber fliegt. Da hinten hat was gelegen. Ich lese mal vor, was da hinten lag. Und zwar die Beeren. Ein paar unreife Beeren, die die Ausdauerregeneration erhöhen. Einst hatte ein Zauberer von Volusia, der sich unablässig seinen Studien widmen wollte, dem Einfall mehrere ausdauersteigende Runen zu konsumieren, um die wieder ruhen zu müssen. Dieser Entschluss führte auch nach ein paar erstaunlich produktiven Stunden, gefolgt von seinem unschönen Tod. So. Es wird immer weiter hier. Und hier auf jeden Fall ist der Save Point. Marco der Axt war das genau. Ja. Da habe ich auch lebenslänglich abgelevelt und das war's. Mehr habt ihr jetzt nicht verpasst. So, alles gut. Ja, ist halt kacke. Ich weiß auch nicht, was da los ist, aber irgendwie Shadowplay, manchmal macht das, manchmal auch nicht. Ne? Oh, jetzt ist das die Markierung weg. Scheiße. Diese Glocke ist voller Jizz. Hm. Hier habe ich schon was erspäht. Da muss ich wohl wieder ins Reich. Oh, da drüben liegt noch ein Item. Seht ihr mal. Bam. Okay. Habe ich jetzt davon, hier zu sein? Mir gefällt's ja nicht. Ah.
Au. Die Angst, sie wächst. Das hier. Ein Gegenstand. Haben wir hier? Umprallauge des betrogenen Eli. Aha. Someone! Help me, please! Scheiße, ey. Was ist denn hier los? Die ganze Welt ist voll im Eimer. Ah, ich bin wieder hier. Ah, ich bin wieder hängen. Okay, ich gehe mal weiter lieber. Kann ich ja nicht eigentlich zurück in die Welt? Geht das nur diesen kleinen Statuen, ja? Also diese... Ah doch, jetzt bin ich da wieder da. Ich muss trotzdem mal runter. Und nochmal diesen komischen Schmetterlingen da folgen. Oh, eine grobe Mangelaxt. Ich habe mal eine Waffe gefunden, wie geil. So, warte mal. Erstmal, hier. Axt einer groben Mangel. Verbessert euer Inferno, um mehr Einsicht zu erlangen. Aha, 13 Inferno brauche ich dafür. Kacke. Das hier, das Auge. Hauptfassung. Hauptfassungseffekt. Ein, plus eine Seelenschinderladung. 15% Heilungseffizienz in Umbral. Nebenfassungseffekt. Plus 25% Heilungseffizienz in Umbral. Ja. Ich weiß noch nicht, was das mit den Fassungen... Oder warte mal, hier. Ach ne, das sind die Wurfwaffen. Was ist das denn mit dieser... Ich weiß es nicht. Ey, dass ich sogar an der Wand hängen bleibe und eher nicht... Bin ich schon sehr dreist. Warte mal zu jetzt. Hey. Sag mal. Ist das ätzend hier mit den Wänden? Bleibt einfach viel zu krass hängen, finde ich. Voll, dieser Schmetterling ist jetzt weg. Nein, ihr bleibt mal weg jetzt. Nee, ist weg. Schade, ich weiß gar nicht mehr, was das bedeutet hätte jetzt. So viele Spiele, wo man sich erst wieder dran gewöhnen muss, was hier alles abgeht, ne? So, aber ich werde jetzt erstmal noch ein Level abholen. Ständigkeit, war mehr Ausdauer, ja komm. Ja, mal Ausdauer. Aha. Mindere Feuersalze. Was tust du denn? Ich muss halt erstmal alles durchgucken. Salze! Angriffe mit damit versehenen Waffen verursachen Feuerschaden. Was habe ich denn eigentlich? Nehmen wir die Steine. Ich glaube, die brauchen weniger. Oh.
Oh, Ring des Bergwerkbesitzers. Wir haben mal einen Ring gefunden. Geil. Ein alter matter Ring erhöht die maximale Ausdauer und die Rate der Ausdauerregeneration. Geil. Einer von mehreren identischen Ringen, die von der kleinen Gruppe so wohlhabender wie rücksichtsloser Adliger und Geschäftsleute getragen wurde, die Miteigentümer des sonnenlosen Strangs waren. Man sieht es halt nicht wirklich am Balken, aber ich habe oben drüber so ein kleines Symbol. Ist doch schon mal was. Ah, das... Let me guess. Nee, ist keine Brücke. Ich dachte schon, jetzt in Umbral wäre da hier so eine Brücke, wo ich drüber gehen kann. Oha. Was trinke ich da? Oh, ich verliere Lebensenergie. Kann ich denn... Kann ich schwimmen? Gut zu wissen. Oh nein. Munitionsumhängetasche. Großer Mana-Steinklopfen. Guck ich mir später an. Hier ist zu gefährlich. Reise. Kapuze und Bandagen des Pilgers. Mehr ist ja nicht mehr. Kann auch schnell klettern. Warum klettert er eigentlich nicht immer gleich schnell? Oh oh. Aha. Ticket. Alter. Push, bin ich wieder. Shortcut. Ah. Ja, so, jetzt gucken wir mal ganz kurz, was haben wir denn alles bekommen. Großer Mana-Klumpen brauchen wir nicht lesen. Wissen wir wahrscheinlich. Munitionsbeutel, eine Tasche mit unterschiedlicher Munition. Ja, okay, das ist halt einfach eine große Tasche. Ne? Und dann noch die Klamotten des Pilgers. Die hatte ich doch schon, oder? Verbessert euer Strahlen, um mehr Einsicht zu erlangen. Ja, toll. Immer das Gleiche. Hätte ich doch lieber den Priester genommen. Umhang des verderbten Büßers. Verbessert Inferno. Strahlen. Aber jetzt habe ich ja die Klamotten an. Kann ich da irgendwo... Schalte Panels. Kann ich da irgendwo einen Vergleich aus... angucken oder so? Ach ja, hier wahrscheinlich. Oh, ist ja viel besser. Weniger Heiligschutz, weniger Blutenschutz. Aber Gewicht 7,5. Nice. Alle ein bisschen schlechter, außer das eventuell Feuer physisch. Bluten zu schlagen. Schlechter die Armwickel und die Hose. Ist auch. Ich lass die mal. Erstmal alles, wie es ist. Ach guck mal, in dieser Welt gibt es gar keine Leiter. Hier ist eine Treppe nach oben. Aha. Arschgeige. Ein Brio-Stein. Ey, an jeder Ecke kriegst du was Neues. Halt mit der Zeit. Wie bei den Mana-Steinen erweisen
einige Teile der Welt reichere Bioresteinvorkommen als andere, Und alle Versuche, das heilende Material künstlich herzustellen, blieben bisher erfolglos. Ich weiß nicht, was ich euch zu tun habe. Ein Schädel, der... Ja, komm, weg damit. Schutz gegen Schwäche. Strahlenschaden. Beutel mit Salzen. Noch ein Gift. Ich schätze einfach mal, Strahlenschaden ist halt heilig. Oder vielleicht auch sowas wie Blitz, wer weiß. Es gibt Blitz, Feuer und Gift. Das ist schon mal fein. Ach, und hier geht's runter nochmal. Das habe ich hier aufgesammelt an dem Galgen. Hier geht's wieder ins Wasser. Das finde ich halt irgendwie ganz geil mit dieser Welt, dass es so eine doppelte Ebene einfach ist, wo dann noch andere Sachen sein können. Aber im Prinzip auch wieder nicht, weil es ja immer markiert wird, sonst könnte man alles doppelt ablaufen. Heiliger Schutz. Hopp. Oh, da ist wieder der Knochenmann, habt ihr gesehen? Beim Knochenarm. Was auch immer das ist, was der da macht. Mit seinem Arm. Hä? Verstehe ich jetzt nie. Ich hatte nur, dass ich wieder rauskomme, ja? Dass er jetzt ein Miniboss ist. Aber alles gut. Oh, die Lampe hat aufgeleuchtet. Habt ihr das gesehen? Die Lampe hat eben so kurz wie... Ja, hier, dieses Pulsieren. Aber auch schon krass. Ah, guck mal da. Das hier halt... Einfach mal alles doppelt designt haben, sozusagen. You carry the lamp long enough and you'll see history repeat. Over and over. If you don't want to keep retreading the same ground yourself, should you fall, make use of this. Aha. Überrestsetzlinge. Euer Umbra-Laterne vibriert und leuchtet in der Nähe besonderer Farbe, wenn ihr euch in der Nähe eines Bettes aus Umbralblüten befindet. Wenn ihr auf einem Bett aus Umbralblüten steht, wählt eure Umbra-Laterne und hebt sie und haltet Y gedrückt, um einen Überreste-Setzling heranwachsen zu lassen. Aha, ein Überreste-Setzling dient als Wiederbelebungspunkt, solltet ihr in Umbral sterben. Sehr cool, danke. Das sieht ja geil aus. Gedeihen in der Dunkelheit. Habe ich bekommen. Oh, das ist ja geil. Muss das speichern. Also so ein Ladescreen und alles. Das ist noch da. I've given you more umbral guidance than I ever had. From now on, find your own way and stay out of mine. Ein Arm, dass der überhaupt noch funktioniert, so als Skelettarm. Vor allem, wo mische ich mich denn in deinen Weg ein, du Blödmann? Ja, schön und nett, dass du mir hilfst, aber... Ist der durch? Oh ja, kann ich. Okay. Oh, der Schlüssel für die Himmelsrastbrücke wird benötigt. I see. Schon beeindruckend aus. Wie so eine riesige Hand. Alter, was ist das denn für Viecher hier? Oh, ich renne. Ah, so gehe ich schneller aus, okay. Alter. Oh.
the fuck? Ja, mach's noch öfter. Komm auch wieder einen Scheiß. Aua. Mann. Aha, Standardklumpen. Wahrscheinlich jetzt Upgrade irgendwann, ha? Huh? Ich muss leider nochmal zurück. Ich hoffe nicht, dass der Typ jetzt wieder da ist. Das wäre ein bisschen kacke. Aber ich vermute mal schon, ja. Aber die haben den auch bekämpft. Komischerweise. Hier. Geraliumerz für Waffenaufwertungen. Gefesselt durch Eisen und eine unnatürlich lange Lebensspanne schufen die Bergleute des sonnenlosen Strangs bis... schuften die Bergleute des sonnenlosen Strangs bis ans Ende ihrer Tage. Wie ein Großteil des kalten Gesteins, von dem sie umgeben sind, hat auch ihr Geist längst jeglichen Wert verloren, der ihm einst innewohnte. Alles klar. Aber ganz gut eigentlich, dass, wenn ich sterbe, ich dann nochmal eine Chance bekomme, weiterzumachen. Erstmal hier jetzt. Oha. Uah. Innere Feuersalze. Oh, das sieht nach Boss aus. Guck ich doch erstmal kurz hier. Au. Alter. Ihr seid doch alle scheiße. Oh crap. Alter! Dumme Sau! Oh, cool. So ein krasser Typ. Du ekelhafter Recke. Muss ich mir schon wieder Dingens holen hier. Schon wieder ruhen. Ich will aber wissen, was da oben ist. Aber die... Die Dolche sind halt auch einfach ein bisschen kacke mittlerweile, finde ich. Die sind so schwach. Habt ihr gesehen, was ich dem an Schaden gerade mal mache? 26 in Umbral. Ist nicht sehr viel, ne? Und die anderen Soldaten sind auch irgendwie weg. Oh, warte, warte. Was der mir geholfen hat, ne? Scheiße. Nein. Hör mal auf mit dem Mist, bitte.
Mann, diese Nägel hier hat getroffen. Au. Langer Brett ist das ziemlich scheiße. 1, 2, 3, 4, 5. So. Hast du genug, ne? Und er gibt nicht mal wirklich viel Kraft. Handschuhe des Schützen und Munitionstasche, okay. Danke, dass es keine Zwischenfälle gab. So, warte mal, die Handschuhe mal austesten. Besser? Oh ja. Wo sehe ich denn mein Gewicht? Ach hier, Belastung Mittel. Ja, passt schon. Geht nicht. Ah, kann von dieser Seite aus nicht geöffnet werden. Das kennt man ja schon. Rostige Schneide. Das ist alles für einen rostigen Dolch, oder was? Ein altes rostiges Schwert. Verbessert. Ja, toll. Stärke und Inferno. Stärke D plus, Inferno D plus. Die Dolche immer in Agilität C. Oh, es ist so kacke. Die Waffen. Ich habe keine gescheiten Waffen. Hätte doch eine andere Klasse wählen sollen, glaube ich. Ach, du hast ja noch. Komm her. Hier war es jetzt auch nicht. Nee. Komm, Bossfight. Ich riech das schon. Ja. 10 Kilometer gegen den Wind. Holy Aureus. By your radiance, grant me the strength to continue to endure these dark days. To lay bare the path to salvation for my wayward brothers and sisters. So we may walk it together, and to strike down all those who would see our will defied. Even as our suffering continued, I honored my pledge of patience to the Exactor. And yet you now appear before me, a stranger, bearing what was not yours to receive. A betrayal made flesh, and one I cannot brook. Blasphemous. Ja. Jeta, die Frau der gesegneten Erneuerung. Alt. Okay. Okay, ich wollte sie mal staggern. Hat nicht so ganz funktioniert. Da macht er die Combo. Wow. Und dann noch verspotten. Wird ja immer besser. Blöde Kuh. Ja, aber die hat jetzt nur ein paar Power-Moves. Das geht eigentlich. Hätte ich da auch nur ein paar Power-Moves. Wäre das viel schöner hier. Oh, keine Wand oder was? Oh doch. Kommen heißen. Unterstützung. Nee. Unterstützung will ich keine. Guck mal, hier sind halt irgendwelche Motten. Auch lustig. Nochmal die Sequenz. Sind meine Seelen. Da. Hier, was machst du?
Oh, shit. Was? Hättest du mir aber früher sagen können, dass du sowas kannst. Ah, da kann ich nicht springen. Scheiße. Alter. Die hat aber eine Range. Ich hätte mal Gift probieren, aber jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich schon zu geschwächt. Aber ich block's mal. Das kostet halt Energie, ne? Ah, diese Scheiße! Du Miese. Du Miese. Hat sie gerade gequiekt? So. Oh, Phase 2, ja. Alter, was ist das denn? Ja, jetzt weiß ich auch, was gemeint ist mit Mikro-Rucklern. Also man sieht es offensichtlich, dass es immer so ein bisschen hakelt. Und ja, ich habe es auf einer SSD installiert. Es kann eigentlich nicht an der Festplatte liegen oder an der Grafik. Weil es läuft ja so recht flüssig, ne? Es sind halt diese Mikro-Ruckler. Und das holt einen manchmal so ein bisschen raus. Ja, ich teste mal, ob ich so mit Gift so ein bisschen kriege. Ich fand es übrigens bei Lies of P voll fair, dass das davor liegt, das Ergo. Und nicht irgendwo mitten im Raum, im Bossraum, wo man erst wieder einsammeln muss. Alter, lass mich da mal den Scheiß jetzt holen. Da kostet natürlich auch wieder Zeit, ne? Ey. Bullshitterin bist du. Ist die auch mal vergiftet? Oh, geht gar nicht bei ihr. Schön. A poor substitute. Was noch abgeht. Ach ja, die Alte. Die Alte. Ja, bitte klettern. Ich würde nur gerne wissen, wo kann ich jetzt eigentlich meinen Kram verbessern? Meine Waffen und so weiter. Wahrscheinlich kommt das erst nach ihr. Zum Ort, wo ich schmieden kann oder sowas. Ah, das finde ich halt so schäbig mit der Lampe, dass ich das jetzt erst ewig einsammeln muss, ne? Das ist echt dumm. Das hätten sie auch anders machen können hier.
So, Phase 2. Jo. Alter. Wie gesagt, die Moves sind nicht so schwer zu durchschauen, aber... Die Kombos sind manchmal schon fies. Au. Da war ich zu früh. Wow. Ja, klar. Treffe ich sie Alter, da blockiert sie mich auch noch. Geh weg. Ja, sie ist down. Oh, ekelhafte. Da geht sie down. Oh cool, jetzt ruckelt's wieder so schön. Wie gesagt, an meinem PC liegt's nicht, da ist alles gut. Alles im grünen Bereich. Hat was von Stop-Motion gerade. Aber vielleicht soll's ja auch so aussehen, weil der Rest ist flüssig. Also, ich muss nochmal ganz klar kritisieren, das Rumzirkeln ist furchtbar. Das ist einfach dumm und furchtbar. Das ist, fühlt sich gar nicht gut an beim Kämpfen, überhaupt nicht. Oha. Flügel sehen mal geil aus. Ja. Überreste Samen. Heresie geläutert. Was ist das jetzt? Mit Umrall. Ja.
brothers and sisters, you honor us and all who came before you with your sacrifices. While I wish they were unnecessary, my wishes will not ease your suffering, but I pray my sorcery does. Alter Heilzauber. Okay. Ich habe was von Pieta, der Andenken an Pieta bekommen. Ich gehe mal ganz kurz zurück. Gehe wieder in die normale Welt. So. Ich möchte mich ungern in Umbral bleiben. Und ich brauche wieder ein bisschen Lebensenergie. Ui. Ich habe sogar... Ich bin so dumm. Ich habe erst noch gedacht so, ja, ich heb mir das auf. Nee, kannst es vergessen. Also ich heb mir das mit dem, diesem Samen auf. Oh, ich kann ja mehr machen. Oh. Agilität, Vitalität. So. So. Nice. Ja, die Bosse sind schick. Also die war auch richtig gut gemacht, finde ich. Wenn ich halt echt kritisieren muss, dass ich manchmal nicht getroffen habe, dann finde ich, war ich außerhalb der Hit-Range oder Hitbox von ihr und wurde trotzdem getroffen. Und halt dieses Rumzirkeln, das macht mich wahnsinnig. Dass wenn man schlägt, dass man dann auf einmal so um den Gegner rumrutscht. Irgendwie so. Es ist total beschissen. Aber ich glaube, das war beim alten auch schon so, beim alten Lords of the Fallen. Ach, guck mal hier. Hätte ich schon eigentlich direkt an der Treppe zurückgehen können. Da kloppen sie sich wieder. Ha? Also optisch ist es halt ein Leckerbissen. Das ist der nächste Kreuzritter. Welcome, Dark Crusader. Aha. Er kommt ja hier auch ganz gut zurecht, hä? Oh Leute, die Performance. Wie gesagt, an meinem PC liegt es nicht. Ich habe durchgehend 60 Frames. So, er heißt mich willkommen. Ich hau erstmal ab und hol mir die Kiste. Haha! Heiligen. Einen Heiligen habe ich bekommen. Warte mal, ich muss erstmal... Hatte ich das schon? Schwächungsschutz? Was ist das denn? Überreste-Samen. Ach so. Ah, es ist so doof mit dem... Ach so, es ist so doof mit den Einsichten. Hier. Segnet den Boden mit einem heiligen Siegel, das alle Verbündeten, die es betreten, heilt und von ihren Statuseffekten befreit. Ein Zauber. Und wo ist das Andenken an die Alte? Ah, was ist das denn? Ach, die Tutorials sind hier noch. Und hier sind alle Items. Ach, hier, das hier. Eine goldene Anstecknadel. Verbessert euer Strahlen um... Ja, ich muss echt die Strahlen verbessern. Es geht nicht anders. Oder das Strahlen. Die ganze Welt ist voll im Arsch, wenn du mich fragst. Aber ich weiß nicht, bei Dark Souls empfiehlt sich ja manchmal so eine Int-Agi-Skillung, also Agilität und Intelligenz. Oder Stärke und Wille. Wenn ich jetzt Strahlen nehme, hätte ich ja die Willens-Skillung. Was? Ruhe unter den Toten abgeschlossen. Die Himmelsrastbrücke. Ah, das ist bestimmt der Weg, wo es zurückgeht, ne? Top. Na toll. Dann halt nicht. Ah, die Krypta unter der Kirche. Die war gefährlich. Eieiei. Das sieht gefährlich aus. Hammer. Ja, das Spiel ist so atmosphärisch, ne? Ich bin so ein bisschen verliebt, muss ich sagen. Aber das ist bei allen Spielen irgendwie so ein Ding für sich. Also Lies of P
liebe ich wegen, ja, der ganzen Atmosphäre und allem und wie es gemacht ist. Die Kämpfe sind super geil. Hier ist halt auch wieder so die Atmosphäre so ein richtig dicker Bonus. Aber es ist halt anders. Aber nichtsdestotrotz auch genial und gut. Mega. Wollt ihr noch mehr Superlative? Nee, kriegt er nicht. Erstmal gucken, bevor ich mit dem quatsche. Uff. Uff. Ich rede doch erstmal mit ihm. Aber das könnte mein Hub jetzt sein, hä? Huh? Sieht zumindest so aus. Ja, ich wette, es ist ein Hub. Oh. Wart ihr vorher schon da? I had no doubt in my assessment of you, as one worthy of the monumental task which lies before us, Crusader. My name is Dunmire, and I am an exactor of the Dark Crusaders, the holy order of which you are now an honored member. Uh-huh. The Church of Orion Radiance has assigned to me the duty of purging Mornstead of its Rogar blight, and ensuring the ancient tyrant Adir knows no liberation from his enduring imprisonment. Er hat echt gerne eine andere Waffe. Auch Agi, aber eine andere Waffe. While the schism between the Church and Judge Cleric is of long standing, she and her hallowed sentinels, now perverted, did at least construct Mornstead's radiant beacons, which have prevented Adir's return for centuries. But now, they stand corrupted and on the verge of collapse. It is to these five beacons you must turn your eye. Use the umbral lamp to cleanse them of Adir's destructive influence and deliver salvation to a world on the brink of perdition. Herausforderung der dunklen Kreuzritter. Ah. Mornstead. Ich habe hier doch die Karte. Karte des verlassenen Rothains. Ah, guck mal, da oben ist wahrscheinlich die Lady, die ich gerade besiegt habe. An den Windmühlen vorbei zur Kathedrale. Da sind wir ja gerade. Rogar and Hallowed Sentinel alike will offer you no quarter. So remember, though Aureus' mercy is without limit, yours should not be. Sehr geil. Alter. Der hat auch gleich voll den krassen Kram hier, ne? Gewand des Predigers Aureus. Neophytengewand. Aber das war ja, glaube ich, ein Startteil, oder? Eine Startausrüstung, der führt ein Beinkleid. Rock des Predigers Aureus. Gibt es auch noch Texte dazu? Ja, Handschuhe von jemandem, der als Neophyt zum Studium zugelassen wurde. Rock des fahrenden Predigers. Alles klar, ich muss das also erstmal lernen. Okay, mit Y kann ich das links wegschalten. Und schalte Panels. Ja, natürlich will ich das lieber wissen. Ein Spiegel, der bösartige Energie reflektiert, schützt vorübergehend vor dem Blutritual. Was ist das denn schon wieder? Strahlungsschaden, hebt eure Waffe und stärkt sie mit Strahlen. Ui. Das wäre geil. Okay, ich werde auf jeden Fall doch Strahlen skillen. Halt euch durch Strahlen. Ein Anhänger von Aureus, die diesen Zauber anwenden, oder nicht ein Anhänger, sondern Anhänger von Aureus, die diesen Zauber anwenden, glauben, dass er nicht nur Fleisch und Knochen heilt, sondern sein göttliches Licht auch die Seele des Empfängers belebt. Eine Fackel. War eine Fackel. Eine Strahlenfackel, die Schaden gegen Feinde unmittelbar vor euch verursacht. Unter den heiligen Wächtern gelten die Blutspuren, welche die Masken der Äbtissinnen beflecken, als Symbol ihrer tiefen Trauer über die abscheuliche, nie enden wollende Sünde, die diese Welt beherrscht. Und ein Katalyst des Predigers von Aureus. Dolch? Nee. Ist unten. Hammer eines Predigers Aureus? Alter. Was? STK? Skaliert mit ST, also Stärke und STR, also Strahlen skaliert das, okay. Ich bin irgendwie bei STR immer bei Stärke. Aber egal. Axt des Reinigers. Agi und Stärke und hier. Wir führt einen Dolch. Boah! Den kaufe ich mir mal. Aber der wiegt zwei physisch. Weniger. Schwächung, physisch. Alter. Das sind viel zu viele Werte gerade. Kauf mir die beiden mal. Ja, krass. Tja, hoffentlich. Brauchst du Stärke? Oh, ich brauche mehr Stärke. 10 Stärke brauche ich. Ich habe 9. Ja, okay. Ausnahmsweise werde ich mal Stärke skillen. Brauche ein Schwert. Ist
eskaliert hat. Alles beschissen mit Agilität. Aber ich will auf Agi bleiben, auf jeden Fall. Und ich find's cool, dass man die Waffen nicht reparieren muss, übrigens. Rogar and Hallowed Centered the Aureus Mercy. Ja, ja. So, aber ich kann ja auch andere Sachen verkaufen. Den Scheiß zum Beispiel. Pizzastock. Inferno. Ja, die Munitionstaschen. Ich will eigentlich nicht so viel verkaufen, weil, ne? Vielleicht brauche ich es irgendwann ja noch und dann wäre es kacke. Oh, ich habe gerade 666. Nett. Oh, ich werde erstmal hier rasten. Etrück. Überreste von Etrück. By Aureus' divine will, I live again. Ach, sie war das. It's a miracle. And to think I raised my sword to you, when all along you were a divine instrument sent by him to deliver my death and rebirth and bring clarity. Forgive me, Lampbearer. I'm Pieta of the Hallowed Sentinels. And as Aureus sustains me, so too will I sustain you. Whether by making manifest your potential or through my healing blood contained within the sanguinarix you carry. Should you find any saintly quintessences, bring them to me, and they can bolster the power of my blood further still. The beacons must be cleansed, the hallowed sentinels restored, and Adir's malignancy eradicated. Through whatever is to come, fellow chosen of Aureus, we stand together in service of him. Ah, ich dachte mir schon, als sie sagte. Oha, 3 Ladungen und 20% plus LP wiederhergestellt. Also es wird, die Ladung wird erhöht und die Effektivität. In Dark Souls hast du ja noch extra diese Seele gebraucht. Ja, machen wir. Fellow sanctified vessel. May Aureus' divine radiance flow through me and into you. Sie hat's mit Blut, ne? Hat man ja vorher schon gesehen, wie sie gesaftet hat überall aus allen Wunden. The beacons must be cleansed, and Adir's malignant fellow choked. Okay. Aber krass ist hier, ich kann die Waffen erst gar nicht ausrüsten, wenn sie, wenn ich die Voraussetzung nicht erfülle. In den Souls-Spielen. Noch einer. In den Souls-Spielen kann man das, aber dann sind sie halt nicht so effektiv, ne? So the Exactus found himself a new instrument. As Exactus are wont to do. And given that Stimme. Lamp was intended for me, should his paladin fall. And yet now here you are, Lamp-Bearer. Aber er ist ein Arsch, glaube ich. It seems I was right to doubt the value of a Dark Crusader's word. I'm Stoneman, Captain of the Fidelis. A group of good men and women who've made a stand against the madness which has possessed the rest of the Hallowed Sentinels. We made a vow to restore our order to its former glory, whatever the cost to ourselves. And by Judge Cleric's grace, we'll honor that vow. Ich muss leider sagen, so gut die Charaktermodelle aussehen, so beschissen sehen die Gesichter aus. That heretical umbral lamp. And the Dark Crusaders are necessary evils in these dire times. As are you, it would seem. Perhaps our aims will align further. Or perhaps not. Ich wusste, er ist auch ein Händler. Oh, der hat einen Speer. Eskaliert auf Agilität, minus, also 10 minus. Wert eines heiligen Ritters. Die Ausbildung der heiligen... Hallo? Hallo? Der Heiligen Wächter ist streng und langwierig und wird nie wirklich als abgeschlossen betrachtet. Von jedem Wächter wird erwartet, dass er die unbefleckte Frau jederzeit verteidigt. Oh, eine Pike. Ich lese nicht alles vor, keine Angst, weil das ist echt ein bisschen viel. Oh, Ring der Pflicht erhöht Vitalität und Beständigkeitsattribute. Aha. Was macht denn der Schlüssel? Ein Schlüssel, der bestimmte Türen am Pilger, Pilgersitz öffnet. Hier haben wir noch... Eieieiei. Sind ja geil, aber die sind sehr schwer. Sind ja auch fette Rüstungen. Haben halt alle sehr viel physischen Schutz, die schweren Rüstungen, was ja auch logisch ist. Panzer der Mondstadt Infanterie. Aber die brauchen alle so viel. Warum kostet das alles so viel? Die sind halt
Schlechter als meine? Ich hätte gerne den Helm hier eines heiligen Ritters. Obwohl. Panzer eines heiligen Ritters. Das sind alles mittlere Rüstungen sogar. Nur steht ja da Torso, Mittel. Kopf, Mittel. Arme, schwer. Aha. Schwer, Mittel, schwer. Oh, den Ring will ich haben. Hol ich mir, wenn ich genug Strahlen. Wie heißt das jetzt nochmal? Kraft haben. Alter, wie viele Leute sind denn hier? Ist ja der Wahnsinn. Look at you. A dark crusader, a lamp-bearer, and a revenant to boot. Aren't you the multifaceted one? Well, we Fidelis aren't as fortunate. We tend to stay dead when we die. And Aureus knows enough of us have done just that. Anyway, like Nathaniel says, you keep looking back, you don't see the blade coming at your front. We set ourselves a task and we have to finish it. Warte mal, Semper Fidelis, sind das die Treuen? Es gibt doch diesen Spruch, Semper Fidelis, ne? Ist doch so ein, von den Marine Corps. Ja, doch, Semper Fidelis ist von den Marine Corps. Also von den Marines, ne? Dieser Einheit, da. Abteilung des Militärs. Mornstead is a land awash in blood, both deserved and undeserved alike. Best watch your step out there. Mornstead is a land awash in blood. Ja, gut, manche wollen einfach nur quatschen. Hier gepennt, ja. Die Hängematten. Oder die pennen hier. Aber sind die eigentlich in voller Rüstung? Ich meine, klar, bereit sein ist cool, aber ich glaube, das ist ganz schön anstrengend, den ganzen Tag in Rüstung rumzustehen. That lamp you've got there is heresy, stranger. Stranger. But then, seems it's getting harder to tell what is and what ain't nowadays. Ah, oh, strange times. But in the end, there's right and there's wrong. And that never changes. And I hope for both our sakes you know the difference. But if in doubt, you heed the captain. He's never steered me wrong. Much as he might think otherwise. Wird die Stimmen extrem gut. Warte, ich wollte eure Sachen kaputt machen. Gebt geklaute Münzen aus, um Gegenstände am Schrein von Aureus zu kaufen. Aureus Schutzeid. Geklaute Münzen. Ah, ich muss spenden. Richtig, Vorbild, Vertrauter, Venator. Hä? Nicht genügend geklaute Münzen, um gezüchtigt zu kaufen. Heißt andere Lichtträger willkommen und begleitet sie, um mehr zu erhalten. Ah, ich muss also online spielen. Scheiße. Ja, das werden aber wahrscheinlich so Online-Items sein, oder? So Multiplayer-Kram. Ach ja, keine Ahnung. Ist mir nicht so wichtig, online zu spielen. Ja, auch wieder so jemand. Im Umbra. Sind die eigentlich jetzt alle noch hier, die NPCs? Nee, ne? Doch, die sind noch hier? Das kann aber nicht sein. Dann sind die ja in beiden Welten da die ganze Zeit. Ist ja seltsam. Aha. Und hier habe ich aber auch keine Angst, wie man sieht. Also das Auge ist weg. Weil ich vor dem schon ein bisschen Angst habe, aber es ist vielleicht der Schmied, ja? Alter, diese Augen in den Händen. The lamp must be born until the favored child makes themselves known. Only then can the remaining carrion of creation finally return to the void. Okay, Umbral-Auge einsetzen. Ah, da haben wir das Auge doch. Ja. Okay. Kaufen. Chosen bearer of the lamp. Like you, I serve. Oh, haben sie nicht übersetzt. A pendant featuring a disturbingly lifelike eyeball and which also serves as an umbra catalyst.
Okay, was haben wir hier? Schleudert eine Sphäre an Umbralmagie. Ah, Umbralmagie braucht Inferno und Strahlen. Schwert mehrere stationäre Sphären aus Umbralmagie, die bei Kontakt explodieren. Oha, das kostet 1000. Das Umbral. Die Umbralreste. Schädel, der vor Kraft strotzt. Gewährt 1600 Kraft. Aber warum soll ich dafür 3000 ausgeben, wenn ich dafür 1600 zurückkriege? So als. Ich weiß nicht, also da gebe ich doch lieber für ein Level-Up aus. Ja, die Überreste-Samen, die Motte. Auge der Vergeltung. Das Auge eines gefallenen Kriegers eröffnet weitere Möglichkeiten, Vergeltung zu üben. Fand ich ein Multiplayer-Item, ha? Vorsitz flutlicher Meißel. Dafür bekomme ich dann 2 Seelenschinder-Aufladungen, eine Nebenfassung und 10% Furchtwiderstand. Alles klar. Es ist so wild, das Spiel. The lamp must only then. Also okay. Ruh mal ein bisschen. Werde ich mal mit dem hier reden. Ich glaube, alle, die keinen Helm aufhaben, sind wichtig. Wow, wie das aussieht. Ah, that's it, isn't it? Oh, the lamp of immortality. And the genuine article. Not a useless empty vessel like the one I saw that witless fool bumbling around with. I've learned a little since coming to Mornstadt. About that lamp and the awful mission to which it's attached. I hope you recognize that frightful burden for what it is. In truth, what's been done to you is downright cruel. Bisschen, of course, some people are born into roles of tremendous responsibility. My name is Andreas of Ebb, esteemed scion of nobility, but far more than that, descendant of the great ruler Andanas himself, as proven by my family's book of lineage, for one. That's right. Through my veins flows the blood of the legendary hero who defied Adir and the Rogar and saved the whole world, only to be betrayed and murdered by a common criminal. So you'll understand a man of my pedigree cannot simply stand idle while an unfortunate victim such as yourself remains shackled to such a grim fate. Give me the lamp. Yeah. And let me shoulder your burden, friend. What say you? No? It saddens me to see you bring such agony down upon your own head. I hope you see sense and reconsider. Ja, ich hab mir schon gedacht, dass er ein Schurke ist. My offer stands as long as necessary. After all, what man of breeding would turn away from one so clearly in need? Kann ich? Nee. Wäre lustig, wenn ich den einfach runterkicken könnte. Sag mal, was ist denn hier noch alles? Alte Monster Pike. Icke. Das ist eine Waffe? Ja. Was, sie skaliert auf E mit Agilität. Ein abgenutzter Speer aus Mondstadt. Im Laufe der Zeit gaben einige Soldaten aus Mondstadt, deren Hingabe zu Klerikern größer war als die zu ihrem Vaterland, ihre Pflichten auf und traten den heiligen Wächtern bei, was den Herrscher des Königreichs zunehmend Sorgen bereitete. Was ist das denn schon wieder? Careful, if you're headed for Pilgrim's Perch, friend. The hallowed sentinels don't welcome everyone. Not even a faithful pilgrim who's crossed countless miles of land and sea to join them. All I wanted was to serve the divine judge cleric, but they deemed me unworthy and chased me off. What's a poor, rejected disciple to do now, I ask you? I gave away most of what little I owned before I left Perdam, but if you've got some traveling of your own to do, then here, take this. I know it doesn't look like much, but it's been a dependable companion to me. A stick. It's a harsh wind that blows in Mornstead, but a tree that doesn't bend breaks, I suppose. It's a harsh wind, but a tree that doesn't... Es sind ganz illustre Gestalten hier auf einmal.
Jetzt hätte den Anfang fast ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Was ist denn der Stock? Ach hier. Das ist ein Stock. Das ist, gilt als Hammer. Ui. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir beenden mal den Part. Ich gehe mal zurück hoch. Zu der Figur, die ich schon wieder vergessen habe, den Namen. Werde ich sowieso ständig hier. Ich kann mir die Namen jetzt schon nicht. Ich habe nicht einen Namen im Kopf. Oh. Der mit dem Schlapphut ist weg. Etrück. Etrück. Und sie heißt irgendwas mit P. Jeta, genau. Naja, gut. Das war's mit dem nächsten Part hier von Lords of the Fallen. Ich hoffe, euch macht Spaß und wir sehen uns wieder. Mal gucken, vielleicht spiele ich es ja auch nur auf YouTube weiter und im Stream mache ich dann Horrorkrams. Ich weiß es noch nicht. Wir gucken. Danke und ja, schreibt mir was Nettes, wie ihr das seht mit YouTube und Streaming. Ob das passt oder lieber doch ohne Zuschauer live, jetzt meine ich. Ne? Macht da mal. Danke, tschüss.